Dankeschön. Ich fange mal an mit einem Gebilde von meiner Jugend, weil viele Leute denken, er ist ein Schockfotograf oder Schockfotograf gewesen. Aber man soll verstehen, in welcher Zeit ich geboren bin. Und das war, ich bin aufgewachsen, aufgewacht, denke ich, in 1973, wenn ich mit meiner Mutter nach das einzige Popprogramm auf die Fernsehen geschaut habe. Und dann sah ich David Bowie. Und das war für mich der Anfang einer großartigen Zeit, weil ich dachte, das ist die Welt, wo ich leben will. Und das ist das Fenster auf die Welt, war super. So, da waren Leute wie Bowie, Brian Eno, mit Roxy Music natürlich, aber auch die Großvater der Punk, Iggy Pop. Und das war mein Anfang, so, ich war 18 Jahre und dann bin ich, und natürlich Sex Pistols 1977, das Jahr, dass ich selbstständig Leben anfange, selbstständig zu leben. So, in am ersten in Utrecht, auf School of Journalism, School of Journalismus. Und aber schon bald in Amsterdam, und da war, und dann bin ich vergessen zu fragen, wie man das nennt, das sind Squatters, Leute, die im Häuser illegal besetzen, Haus besetzen. Und das war eine ganze, wann ich das Jahr, dass ich anfange, in Amsterdam zu leben, da war ein ganzer Krieg angefangen in die Straße. So, da war ich auch. Und das Leben war extrem. Weißt du, das war nur ein normales Donnerstag oder so etwas in Amsterdam. Und ich war niemals ein Teilnehmer, aber immer ein Beobachter. Ich fand es natürlich sensationell. Und da hat man, ja, da war schrecklich. Aber die Leute im Nachtleben, im Paradiso, wo ich auch war, oft, das war, dies waren die Leute, die sind Bilder von Max Nattkiel, ein holländischer Fotograf, die hat in die Zeit die Jugendkultur fotografiert. So, dies war meine Umgebung. Aber und auch, anfangs 80er Jahre natürlich, dann war ich Freiwilliger für das schwule Magazin von der schwule Bewegung COC. Und dann fängt die Epidemie und das schreckliche AIDS an. So, das war eine super extreme Zeit. Hä? Weil es auf die Straße super extrem war, war es auch ins Kino nicht einfach, aber super interessant. Weil ich bin ein Träumer. Und dann bin ich mal oft allein ins Kino gegangen und habe mir Filme angeschaut, wie Clockwork Orange, Stanley Kubrick. Was ein sehr extremes, aber sehr ästhetisches Film war. Aber auch natürlich Carel de Brest von Fassbinder. Das ist super inszeniert, sehr studioartig. Und in dieser Zeit perfekt immer ja, Technik, natürlich Fritz Caraldo, aber viele Filme von Wim Wenders. Aguirre, die Zorn des Gottes, aber ich konnte kein gutes Bild davon finden. So, ich habe Fritz Caraldo genommen. Und auch die Themen waren sehr, sehr ja, stark, die Lebensthemen. Und natürlich auch Salo habe ich ganz ausgesehen, weil ich hatte eine Wettenschaft mit meinem besten Freund, wer am ersten die Kino ausgeht. Aber wir haben beide gewonnen. Aber das war, ich habe nur einmal gesehen, das ist so intens. Und natürlich Fellini, hier in Bilder von Casanova, mit der extremen Casting. Und Visconti, der Master von Perfektionismus und auch tiefere Themen, sehr schwere Themen über gut oder schlecht, welche kann man ins Leben gehen kann. Und aber die Superästhetik war für mich wichtiger
auf dieses Moment dann nur allein die Themen, wie Ludwig. Das waren einige meiner Favoriten, noch immer, Filme, weil die Stylung war unglaublich schön. Aber da waren zwei Filme, die mir zum Fotografie brachten. Sie mussten mal verstehen, ich war auf School of Journalismus und ich fand Schreiben nicht so interessant und sehr schwierig. Und ich war nicht so interessiert in die Realität, aber das wusste ich dann noch nicht. Und da war ein Lehrer und er hat mir, der Lehrer Fotografie, hat mich gesehen, wenn ich 18 oder 19 war. Ich habe noch nie dafür fotografiert, nur allein Amateur. Und er kam und sagte, komm mal hier und ich will, dass du mal bei mir einen Kurs Fotografie machst. So, da habe ich dann gemacht und von ersten Film ab, das Entwickeln von den Filmen, das Abdrücken natürlich war faszinierend. Aber ich wusste nicht, ist dies meine Wahl ins Leben? Und dann habe ich gleichzeitig Blow Up von Antonioni im Cinema gesehen. Das ist ein Masterwork, Meisterpiece, Meisterstück, Meisterwerk, ja, natürlich. Wie einfach kann das Leben sein? Und dann war ich bezaubert natürlich bei Szenen wie dies. Und, aber was noch wichtiger war, aber das ist ein Film, nicht viele Leute haben die gesehen, aber das ist The Eyes of Laura Mars. The Eyes of Laura Mars, da war eine Frau, eine weibliche Fotografin und sie ist hat sehr viel Success in New York und sie hat Visionen und sehr mörderische, gewaltige Visionen. Und das war Faye Dunaway. Und dies war eine der zwei oder drei Szenen, die man sieht in die Filme. Und das war für mich was eine Traumwelt. Die Traumwelt, die ich fabelhaft fand. Aber das war alles, alle Bilder in die Film waren von Helmut Newton. Ich hatte noch nicht von Helmut Newton gehört, aber da war er. Und ich fand es absolut super toll. Das war... Weil es war mein ganze Idee über Ästhetik oder was oder Sexualität oder war upside down und auch so brutal. So das war für mich das eine der Key Moment, Schlüsselmoment in mein Leben, zu sagen, ich fange an Fotografie seriös zu nehmen. Und dann habe ich natürlich mehr Fotografie kennengelernt, so wie Robert Mapplethorpe, weil er war ein Bekannter von einem guten Freund von mir, Hans von Manen, der ein Choreograf von modernen klassisches Ballett ist. Und er fotografierte dann auch mit Hasselblad. Und ich hatte mein erste Hasselblad sehr billig gekauft, aber ich dachte, na, jetzt kann ich fotografieren. Aber das war ein Drama. Naja, und natürlich, Mapplethorpe war der ist und war die Meister in Schwarz-Weiß mit Hasselblad. Und dann habe ich danach geguckt, natürlich. Aber auch seine Themen, wie hier. Super interessant. Für mich. Ich glaube nicht dort. Aber auch die super Ästhetik, die schöne, schöne Ästhetik, wie man mit Blumen oder anderen Sachen herumgehen kann. Umgehen. An die andere Ende des Spektrums war ich schockiert bei einer Ausstellung von Joe Peter Witkin. Und das war so, das war auch für mich, ich war ein wie nennt man das? Gehirne? Ja? Nein, Gehirn. Gehirnöffner, ja. meine Gehirne werden geöffnet bei diesem Bild. Dies war das allererste Bild, das ich da von der Mann, von Joe Peter Witkin, immer in mein Leben gesehen habe. So, das war eine Ausstellung und das war das allererste Bild. Und später habe ich eine Lesung von ihm gehört. Und dann sagte er, dass er nur Köpfe kaufte.
Und dieses Kopf hatte ich gekauft und kam in eine Dose. Und er öffnete die Dose und dann war die Kopf in zwei Hälften. Ah, ja, ja. Man kann in Amerika alles kaufen. Und dann hat er dieses Bild damit gemacht. So, und dies ist das erste Bild von mir, das ich jetzt sehen lasse. So, jetzt haben Sie gesehen, was ich sah und jetzt, was ich machte, bis am Ende. So, ich war in der Unter-, ja, wie nennt man das? Die House Squatters? Hausbesetzer Welt, viele Partys. Und da fängte ich an, aber auch in die schwule Welt natürlich. Und auch auf Konzerte wie hier. Und dies ist das erste Bild, deswegen habe ich mitgenommen, womit ich Geld verdient habe. Weil ich war arbeitslos, die 80, Anfang 80er Jahre, Ende 70er Jahre war schrecklich. Keine Arbeit. Und ich war abstudiert 1981. Und da war keine Arbeit, nicht für Fotografen, niemand. Und sicher nicht für junge Leute. So, ich bin angefangen wie Freiwilliger beim Schwulenvereinigung COC, die große Vereinigung in Holland. Die hatte ein Blatt für ihre Mitglieder. Und ich habe ein halbes Jahr Assistenz freiwillig bei einem Newsfotograf, Nachrichtenfotograf. So, das war meine Education, ja, Ausbildung. So, ich war trainiert wie Reportagefotograf. Dieses Bild ist publiziert, weil es war publiziert beim COC-Blätter. Und dann hat ein französisches Blatt GP angerufen und haben mir 1000 Gulden gegeben für dieses Bild. So, da könnte ich, oder so 750, so etwas. Was schrecklich viel. So, dann könnte ich meine erste Flash kaufen. Und dies war die Foto, das mein erster 1984 Anfang, mein erster Durchbruch nach Publizität gemacht habe, aber auch für mich die Foto, die mir aufgewacht hat, um zwei Sachen, weil das ist das erste Mal, dass ich denke, es ist mir gelungen zu komponieren und ein Thema der Anonymität, was ich finde, finde ich interessant. Wie kann man anonym das Körper sehen lassen? He, dass man jemand macht wie der Mann oder die Frau, he? Und nicht Jan oder Piet. Aber auch, dass da immer in Reportage oder Nachrichtenfotografie jemand ist in de Hintergrund, die zerstört. Das Bild. Aber das für mich, das war, immer war da etwas. Das mir nicht gefallen. Ja, in dieses Bild nicht. Das ist nur ein Witz. Aber das, ich wollte mal gerne die Studio in. Und die Haut. Das war für mich das erste Mal auch, dass die Haut so schön war. So. Könnte ich etwas Wasser bekommen? So, das war auch 1984. War ein Freund von mir, er hat ein Studio angefangen, das ist natürlich wichtig. Und ich hatte von das Geld, was ich ein bisschen anfängt zu verdienen, investiert in eine Bowens, Monogold, hat man dann genannt. So ein Flashlight. Und ich bin angefangen mit einer Lampe und schwarz-grau oder weiße Hintergrund. Das ist ein einfachste. Und ich habe das Nachtleben nach meinem Studio geholt. So, dieses Bild hatte ich gehört auf einer Party. Da war ein Mädchen in Arnhem und sie hat fünf Leute, Jungs, weil sie war ein Doorman. Ja, und sie hat fünf Jungs in elkaar geslagen, ja. Aufs Maul geslagen.
gehaut. Dann dachte ich, na, da kann sie auch einem von meinen Freunden, einen kleinen Freunden, oben das Haupt heben. So, da hat der Rob hat noch geholfen dabei. Deswegen kenne ich Olivier von dann, da kommen wir noch da. So, und naja, und deswegen schaue ich dieses Bild. Ich denke, Sie sehen Sie das Bild gut oder ist das Licht nicht zu viel? Nee, ist gut? Okay. Weil ich war nicht der Person, die sagte, du musst nackt. Weil wenn ich anrufe, das sagte sie, oh, das finde ich ein tolles Idee, aber das sollen wir natürlich nackt machen. Da sagte sie, ja, natürlich. Das war die Anfang, 80er Jahre, war eine total andere Mentalität in Holland dann jetzt ist. Auch das sind, da waren es viel weniger Fotografen. Ja? So, es ist schwer heutzutage. So, und dies war auch mit zwei Freundinnen. Gehen wir experimentieren. Und wir wollten mal Modebilder machen, aber das war langweilig. So, am Ende des Tages habe ich dieses gemacht. Und das war, aber das war für mich noch immer ein schönes Bild, weil es für das erste Mal, dass es mir. Ja, dieses ist ein langweiliges Komposition, aber hier war es das erste Mal, dass ich denke, das war eine schöne Komposition in das viereckige Vlag. Das, wie nennt man das? Vierkant? Quadraat. Ist ein schwieriges Format, um zu komponieren. Und dann fand ich auch die Witz schön und ich war natürlich frustriert aber über Sexualität, aber aggressiv, was aber. So, das war auch noch ein bisschen meine eigene Persönlichkeit dahin. Naja, 1985, dies war ein Durchbruch, international für mich. Ich hatte einen kleinen Buchlein gemacht. Und der Herausgeber sagte, willst du nicht ein bisschen für eine Spezialedition dabei ein Bild machen, damit du feierst, dass du das Buch, dein erstes Buch publiziert, was ein Buchlein. Und dann bin ich mit einem Freund oder einem Jungen, er kennt die Jungen, und er wusste zwei Sachen, weil er hat das demonstriert. Er hat ein schönes Körper, naja, das hat er nicht demonstriert, das sah ich gewoon. Aber ich konnte wie lachen, so wie gute Modelle instant lächeln können, konnte er instant geil gucken. Das ist sehr wichtig für dieses Bild. Aber was hier, das war auch das erste Mal, dass ich herausfand, dass in Studio-Setting, nicht nur allein im Journalismus, Fotografie, aber auch in Studiosetting. Wartet mal auf, man auf die eine Sekunde, dass etwas geschieht, was man nicht erwartet. Ja, das war, und dann muss man schnell sein. Das ist die Blick, die Komposition und natürlich die Action, die hier beim Flasche gegeben ist. Und ich habe am guten Moment eingedrückt. Und wieder die Komposition, ich habe ein bisschen ins Dunkelzimmer geschmuggelt mit dem Drehen von das Bild. Aber ich bin nicht von der Schule, dass alles beim Aufnahme gut sein soll. Ich denke, man hat zwei Momenten. Während der Aufnahme und später während der Bearbeitung. Ja, abdrücken. Ja. Na, 1985, viele Leute haben Ansichtskarten gesendet über ganze Welt und diese hat Hunderttausende verkauft. So, dann war ich ein klein bisschen bekannter und bekam ich mehr Aufträge. Und 1985 war auch das Jahr, dass ich bin angefangen mit meinem eigenen Studio. So, ich bin angefangen 1980. So ein bisschen, 81 und 85 hatte ich genügend Geld, um davon zu leben.
Und dann war in Holland war es so gut sozial, das soziale System, dass ich könnte ein bisschen verdienen und auch eine Uitkering. Naja, man bekommt Geld von die Gemeinde, hè? Weil man arbeitslos ist und dann ein bisschen verdient, ein bisschen weggeld. So, das ist sehr, sehr, sehr wichtig gewesen für Anfang meiner Karriere. Das ist heutzutage nicht mehr so. Man darf nicht arbeiten, hè? Wenn man Geld haben will. Na, 88 muss man sitzen. Da habe ich mein erstes großes Buch und Serien gemacht. Und das ist Chessman. Und das war ein man kann sehen, dass ich sehr von Joe Peter Witkin beeinflusst bin. Noch. Ich wollte das Schachspiel fotografieren. Und warum? Das weiß ich nicht. Ich rauchte viel Haschisch. Und hatte dann das Idee, ich wollte mal ein Volk fotografieren, imaginär. Und da geht über Macht und Unmacht. Ein Thema, die ich immer interessant finde. Was macht man mit Macht oder Unmacht? Und dann habe ich so einen Aufruf in die Zeitung gesetzt. Und habe ich 100 Briefe darauf bekommen von Leuten, die mit mir arbeiten wollten. Und ich wollte meinen Traum oder einen Albtraum Welt kreieren. Und dann, und immer mit das gleiche Licht, wie man auch in die Champagner-Sektflasche sehen kann. Und es ist immer nur ein Paraplu, Schirm, danke, und Reflection. Wie nennt man das? Aufhellen, ja. Auch mit, weil ich bin, ich denke, dus, Sie sind auch ein bisschen interessiert in Technik oder nicht? So, ich fotografiere immer mit Hasselblad. Oft mit 120 mm Lenzen oder 80 mm Lenzen. Und in dieser Periode ein Schirm und dann das Aufhellen machte ich mit Aluminiumfolie. Oder auch nur weiße Cartoon, wo man unterschlaft. Ja, so, und Spiegel. Ja, so. So, super einfach. Nicht so, und dann immer, und dann, ich habe die Hintergrund so meliert gemacht, weil das war, ich fand das schön, das am ersten, aber es ist auch sehr einfach zu retuschieren. Ja, das ist auch immer eine ökonomische Komponent. Naja, ich hatte alle 32 Stücken gemacht. Und ich muss mal sagen, ehrlich sein, meine Lehrer von der School of Journalismus, er war weggegangen und er hatte an seine eigene Herausgeber angefangen. Und ich traf ihn wieder auf die Straße. Und er sagte, was machst du heutzutage? Ich sagte, ich mache Bilder. Und ich schaute die Bilder, die du gesehen hattest. Und er sagte, dann kannst du doch ein Buch bei mir machen. Und ich sagte, ich habe nicht so viele Fotos, so viele Bilder. Sagte ich, wie viele Bilder brauchst du? Er sagte, 32 Maximum, weil man braucht 64 Seiten. Aber dann machen wir eine Weißseite und eine und dann mit einem Bild. Das sind 32 Bilder. Und dann das glaubst du nicht, aber das ist richtig so gesehen. Dann bin ich abends zu Hause und dann rauchte ich die Joint. Und deswegen bin ich heute so schlecht von die Lunge. Und dann so, fang mal nicht an. Und dann war auf dem Radio war ein Programm über das Schachspiel. So, da war der Präsentator und ich sagte, das Kriegsspiel mit den 32 Stücken. Ich dachte, 32 Stücken. Ich habe ein Buch. Aber wenn man anfängt, dann ist es okay. Aber mach mal 16 Pionen. Pionen? Bauern. Ja, 16, das ist ein bisschen viel. Ja. Aber dies war der Schwarze König. Und der hat mir das Idee gegeben für die nächste Serien.
Mit dieser Serie habe ich in Köln hier die Deutsche Preis Junge Fotografen gewonnen in 89. Und dann war ich hier im Ludwig Museum, habe ich Ausstellung gehabt. So, ich habe gute Erinnerungen daran. Aber das letzte Bild war der Schwarze König. Und was so faszinierend war, hatte ich noch nie gesehen, war die da unten, die Übergang das Schwarz und auf Schwarz. Das fand ich so schön beim Abdrücken im Dunkelzimmer, in Barita, Silberbromide Print. Das faszinierte mir. Und dann hatte ich in 1990 eine Ausstellung. Und da bin ich da auch weitergegangen. Habe ich eine Serie gemacht. Die erste Mal in die Serie hier habe ich gearbeitet, nur allein mit meiner Assistenz. Und habe ich jemand gefragt für die Helme. Aber ich habe Sachen viel selber getan. Aber hier war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gearbeitet habe mit Stylist, Make-up und Setbuilding. Ich weiß nicht, wie man das alles auf Schminke. Aber das war für mich weil dann muss man überlegen und genau wissen, was man will. Und auch Freiheit geben, um etwas zu bekommen, das etwas anderes ist, als du willst, aber das auch gut ist. Das überrascht. Weißt du, das ist sehr schwierig, habe ich noch immer, muss ich jedes Mal denken, nein, ich will blau und dann bekommst du orange, aber dann kann das schön sein. Ne? Oder dass du sagst, nein, es ist shit. Aber das war für mich, weil ich war super fasziniert, weil was geschieht, wenn ich alles schwarz mache, dann habe ich kein Bild. Aber es ist natürlich die Reflexion, die man sieht von das Licht. So, wenn die Struktur von der Haut anders ist dan die Struktur von ihrem Kleid, dann bekommt man ein Bild. Dies war sehr intens Arbeit, weil ich hatte mit Dulling, Black Dulling und Black Spray und Paint, Verf. Ja, und auch jedes Modell sollte mal auch komplett in selber schwarz geschminkt werden. So, dann hatte ich eine Familie kreiert mit ein dunkle Familie. Es ist inspiriert auf was man hat. Ich weiß nicht, ob man das auch in Deutschland hat, in Interieurs in die 18. Jahrhundert oder 19. Weiß auf Weiß. Das nennen wir in Witches in Holland. Das ist immer die Türen. Es ist wie man denkt, es ist ein. Das ist Gips, aber es ist nicht, es ist gemalt. So, das war die Inspiration, deswegen auch der Zirkel und das Dekor. Und dieses Körper ist auch komplett ins Make-up, weil ich wollte, das war Janet Jackson. Da war ich ein großartiger Fan davon. Der hat in dieser Zeit gesungen, Into the Darkness, we all look the same. It's only our knowledge and wisdom that separates us. Und ich war unter die Dusche und hatte dann das Idee bekommen von die Linien in ihrer Gesang. Naja, erst ihre Lehrer, Olivier. Ich habe dich getroffen bei Rob, das war dein Freund dann. Und ich war so fasziniert, ich wollte mal ein Mann, oder wenn ich dich getroffen habe, dachte ich, das soll mal ein bisschen weiß in die Serie sein. Aber dann hat man ein bisschen weiß und das sieht schwarz. Das ist noch immer für mich das Faszinierende von diesem Bild. So, na. Und deswegen sitze ich jetzt hier. okay, Auftragen. Ich gehe auch ein bisschen nach Auftragen, mache ich auch hier und da. Dies ist eine der ersten Aufträge, die ich bekommen habe, mit einem künstlichen Auftraggeber. Das war Borek Sipek. Er ist jetzt verstorben, tot. Aber er war ein Designer mit tschechischem Hintergrund und er hatte eine Ausstellung
in het Stedelijk Museum in Holland, in Amsterdam. En ik vraag, hij had me gevraagd, wil je mijn producten fotograferen? Heb ik gemaakt. En hij was geïnspireerd, zei hij, bij zijn reizen over de hele wereld en volken die reizen. So, und dann habe ich überlegt und ich sagte er, ich bin so fasziniert beim Zigeuner. Und können wir nicht, ich habe ein kleines Haus in Norden des Hollands, können wir nicht einige Modelle mieten und dann machen wir Zigeuner von ihnen und dann fotografieren wir meine Produkte. Und da dachte ich, das ist ein schreckliches Idee. Mhm. Aber ich will nach die Zigeuner. So, dann sind wir in Slowakei gewesen. Aber was, wenn du so du hörst, ein schreckliches Idee und du willst ein gutes Idee, deine Idee ausführen, weißt du, was du machen soll? Zwei Offerte, Begrüßung. Zwei Lösungen. Zwei finanzielle Lösungen. Begrüßung. Zwei Kostenvoranschläge. Und deine gute Idee ist immer billiger. In Holland geht es sehr gut. So, dies war nicht nur ein Auftrag. So, Sie sehen die Produkte von CPEC, aber das war auch ein sehr großer Einfluss auf mein Denken und mein Leben, weil das war nur 2000 Kilometer von Amsterdam. Und das war eine total andere Welt und super diskriminiert. Und wenn es auf die Mauern war von dem Museum, habe ich auch zum ersten Mal, weil ich war super naiv, gehört sehr heftige Kritik, weißt du, dass ich so die teure Sache in Hände von solchen armen Leuten gemacht habe. Aber das war gar nicht die Intent, weißt du, das war mehr die Inspiration of the Inspiration von CPEC, die ich fotografieren wollte. So, aber das war ein super Abenteuer, weil ich soll mal eine von vielen Anekdoten erzählen. Wir hatten zwei gute Ideen, habe ich gehabt. Das war eine Polaroid-Kamera zu kaufen und mitzunehmen und das rot-weiß Plastik, wo die Polizei immer auch weißt du, so. Weil links und rechts von diesem Bild waren 50 Leute links und 50 Leute rechts. Dazwischen, man hat noch niemand Polaroid gesehen in dieser Zeit, 1991. So, weil die Kinder waren nou, nicht flau fallen. Nee, unmächtig, ja, beinahe. Aber da waren zwischen die 50 Leute links und rechts waren auch zwei Polizisten. Und jetzt habe ich zwei Jahre her schon nur gehört, dass der Mann gleich nach das Bild verhaftet wird. Sie haben uns die Zeit gegeben zu fotografieren, wegen Mörder. So. Ja, aber das ist sehr tief gegangen, diese Serien zu machen. Wir haben das in einer Woche gemacht, sehr emotionell. Und aber es ist noch immer ist es in meinem Herz. Weißt du, man kann viele Bilder wegwerfen, aber das sind einige, die sind. Ja. So, das ist auch mit dieser Serie. 1995, ich war ein bisschen langweilig mit Schwarz-Weiß. Und, aber auch Photoshop war da, 1993, denke ich. Und ich war am Anfang sehr anti-Photoshop. Weil ich war natürlich die schwarz-weiße Schule. Au, das tut weh. Ich war gefragt für eine Ausstellung, eine Foto, wie nennt man dann, Fotofestival Naarde, ein Fotofestival. Und das Thema dieses Jahr war, was ist normal? Und hat man mir gefragt, etwas zu machen dazu. Und da waren zwei Sachen. Ich war nicht so zufrieden. Also ich war ein bisschen aggressiv über Photoshop. Aber ich bin immer aggressiv. Ja? So, das ist noch nichts Neues. Ah, oh, naja, letzte zwei, drei Jahre geht es besser. aber da war, und da war auch das Supermodell. Weißt du, die erste Lichtung Supermodell wie
Naomi Campbell. Und toen, ja. Und ich war ein bisschen aggressiv. Da dachte ich, oh, bah. Wenn man, jeder ist ein Supermodell. Wenn man ein gutes Licht hat. Und das Benetton-Licht habe ich dann gemacht, ohne Schatten. Dann sieht jeder gut aus und jeder hat das Recht, um Supermodell zu sein. So, dann habe ich eine Zusammenarbeit gefunden, gesucht und gefunden in, lass mal sagen, Einstellungen von Leuten, die geistlich behindert sind, sag mal so, politisch korrekt. Und und dann bin ich damit fotografieren. Das war auch so beeindruckende Wochen und Monate sind das gewesen. Aber ich fand es ein bisschen zu einfach, nur Porträten zu machen. Und ich wollte es auch mehr experimentieren. So, ich bin mit einer, weil ich wollte mal sehen, ob man auch ohne Photoshop etwas machen könnte, das beeindruckend war. Und dann bin ich mit, ich weiß nicht, ob es beeindruckend ist, bin ich mit einer Feuer, wie nennt man, Feuerzeug, ja. Habe ich die Außenseite von der Negativen zerbrennt und dann zwischen zwei Glasplatten und dann ins vergrößert gemacht und habe ich, was passierte und das habe ich abgedrückt und das dann ausgestellt. Ich weiß noch nicht, immer bin ich noch zweifelen, aber es ist ein Serien, die zu mir gehört und tief in mir sitzt. Und mit diesem Mädchen, das war so, die Atmosphäre in dem Studio war immer super, 100% positiv. Und dieses Mädchen war so froh und ich wollte seriöse Porträte, das kann man sehen, wie die ist, Drama. Aber das konnte sie nicht. Sie konnte nur allein lächeln. Und die Lächel ist, da bin ich nog immer toll drauf. Nou, anyway. Project. Ich finde Fotografie finde ich schön. Ich bin toll darauf. Das ist mein Leben. Aber ich finde es auch, dass es, weißt du, in Ausstellungen, ja, Bild, schön, nicht schön. Ne? Das kann nochmal, manchmal, dass du denkst, das soll mehr ein Dialog sein. Und ich weiß nicht, was ich damit meine, aber wir sind jetzt. Soll für die Fotografie mehr nachdenken, was machen wir, wo gehen wir, können wir nicht andere Wege finden, um die Fotografie zu gebrauchen. Naja. 1995 war das erste Mal, dass ich damit experimentieren konnte. Und das war die Stadt Groningen in Holland. Hat 5 Architekten eingeladen und 5 Künstler. Etwas eine Kombination zu machen und leere Flaggen in die Stadt, keine Funktion haben, um da eher etwas mit zu tun. Und dann habe ich zusammen mit dem Architekt Rem Koolhaas gearbeitet. Naja, ich muss mal sagen, mit seinem Office. Aber in mijn CV's sage ich das nicht. Noch eine Lesson. und da haben wir eine öffentliche Toilette für Männer und für Frauen. Eine der ersten in Holland. Da sind keine öffentlichen Toiletten für Frauen, waren da nicht. Habe ich gemacht. Und das Geschichte ist über die Heirat zwischen Mann und Frau. Ja, die Frauen haben die beste Sitz. es ist inspiriert auf das Delphische Blau und ich wollte auch etwas tun, dass Holland geändert ist. Weißt du, dass wir zusammen, und muss man ehrlich sein, dass das blaue Licht super war auf dunkle Haut. Aber das machte, das Thema war neues Holland, neues Delphisch Blau, das muss man sagen. Okay, so das war die erste Mal. Dass ich etwas dreidimensional gemacht habe. Und jetzt fängst du an zu lächeln. Erkennst du etwas? Ja. Ja, das meine ich. ein Auftrag. Ich war
Meine erste Arbeit, für, die habe ich nicht dabei, leider, aber das, die ich gemacht habe für eine englische Werbegesellschaft, Low Howard Spink, war für die Kampagnen für Smirnoff-Wodka. Vielleicht erinnern Leute sich noch, hat man die Flasche, außer die Flasche war es eine gemütliche Welt und in die Flasche sagt man die dunkle Seite des Lebens. Da hatte ich auch eine gemacht dafür. Und ich habe mir, das macht man in der kommerziellen Welt. Man ist interessiert in die, an deine Technik und deine Unterschrift, lass mal sagen, deine erkennbare Unterschrift. Aber man ist nicht so interessiert in der großen Idee, aber in die kleinen Ideen, so Technik und das Unterschrift, lass mal sagen. So, da, und ich, wenn ich die erste Mal die Auftrag bekam, das war basiert, von, musste ich eine Rücke von einem nackten Mann fotografieren und mit einer Tatouage von einer Webkopf-Spinnrach. Was ist ein Spinnet? Spinnet, ja. Und dann in die Flasche sah man ein Tarantula, ein großer. Ja. Das war das Idee. Aber sie haben mir das Idee ist natürlich beim Agentur entwickelt. Und ich bin gefragt, weil ich war so gut in die Behandlung von Haut. Das hat man basiert auf Chessman dann. Na, 3 Jahre später, 5 Jahre später, ruft man wieder an. Wir haben jetzt Diesel Jeans. Und Diesel Jeans war dafür, haben sie gearbeitet mit Dory. Gott, hoe heet die ook weer? Die Amerikaan. Wie? Ja, de La Chapelle. David La Chapelle. En David La Chapelle had super campagnes gemaakt voor die zo met zeer vrolijk. En veelfarbig. En laat maar zeggen, positieve humor. En jetzt is het natuurlijk naar een andere agentuur. Und sie wollen etwas natürlich 180 Grad das gegenüber. Negativ, schwarz und dunkel. Und da haben sie mir angerufen. So. Weil das ist basiert auf Chessmen und Blacks. Und natürlich was ich gemacht hatte für Smirnoff. Und das ist, wie man denkt. Was ist deine Technik, was ist deine Unterschrift? Was machst du, was ist erkennbar an deiner Arbeit? Habe ich dieses Bild gemacht. Das war sehr, sehr... In Deutschland ist es immer super genau gezeichnet, was man machen soll für die Werbung. Aber in England, in der UK, das sind mehr Telefonzeichnungen. Weißt du, wenn du... Notizen, so ein bisschen. Und da war ein alter Mann, eine alte Frau und da war ein junger Mann in der Mitte. Und dann war der junge Mann war weggeholt. So, und in einen Park. Und ich dachte, und da waren 5 Ideen. Und die anderen 3, 4 habe ich nicht hier, nur allein dieses. Und die 4 waren gut, verstand ich, aber das verstehe ich. Aber die 2 Art Direct, die Art Direct und Copyright, waren ein bisschen jung. Und ze waren auch ein bisschen verlegen. So, dann war ich wieder ich war mit meinem Manager, Shirley, sie war dann sehr jung und angefangen. Und ich sagte, hey, ein Flugzeug. Und ich sagte, was ist denn das für ein dummes Idee? Und dann waren wir zu Hause und dann geht die Telefon. Ja, sie haben nicht, sie war zu verlegen, um zu sagen, was sie richtig wollen. Sie wollen dann ein bisschen Sexualität in das Bild. Mit dem Mann und der Frau. Und dann, naja, da sagte ich, aber dann muss man das nicht in einem Park machen. Das ist besser, um das in einem Old Man's Home, einem alte Leutehaus zu machen. So, dann, das ist, was man zufügen kann. Was ist die Hintergrund? Was ist das Licht? Was ist die Aktion? Naja, der Mann, wir hatten die Kassen gemacht, ist Frau und Mann. Der Mann war hier war schrecklich. Er war super Amateur und war nur allein, weißt du, das
Benny Hill. Weißt du? Schrecklicher Humor. Aber die Frau war gut, weißt du. So, dann habe ich gesagt, du gehst mal schlafen. Und ohne Wörter habe ich gesagt zu die Frau. Und dann hat sie Dank gemacht. Eine Sekunde, das ist wie die Sackflasche. Ja, das hat man, und was, das ist okay, was sie macht mit ihrer Hand. Aber was so absolut super toll ist, ist, wie sie guckt und die Zunge. Weil wenn die Blick nicht gut ist, dann bist du weg. Dann noch eine kleine Anekdote bei diesem Bild. So, man kann es mal sehen, er hat noch ein volles Glas. Sie hat ein bijna leeres Glas. Er hat de Financial Times. Aber sie hat ein Porno-Buchlein. Mit so einem Schwanz. Die erste Mal, dass sie das weltweit aufgehangen haben, haben sie vergessen, das schwarz zu machen. So. Da bin ich sehr froh damit. Dieses Bild hat dann zusammen mit dieser Advertiser of the Year, so Werbung des Jahres in Cannes, ein großes Festival von Werbung. Und dieses Bild hat einen bronzen, oder nein, silberen Lion. So, das war für mich die Telefon, fang an, über die ganze Welt anzurufen. Das war, aber es hat mich das Idee gegeben, weil ich hatte Shirley gefragt, mein Manager heutzutage noch, willst du für mich das Management machen? Sagte sie, ja, das will ich, aber dann musst du anfangen, wieder freies Arbeit zu machen. Weil die Überlebung von jedem Fotograf ist eigene Arbeit, ohne Grenze, deine eigene Idee. Weil da kannst du deine eigene Signatur, deine eigene Identität mitentwickeln. Und ohne das, dann verdienst du 10 Jahre gut und dann ist eine neue Generation weg, bist du. Weil es sind 7 Milliarden Leute heutzutage und du bist vergessen in einem Monat. Ja? Okay, das war ein Tipp. Gratis. Und mach immer noch etwas extra. Weißt du, weil alles ist da. So, warum nicht? Hä? Das so, ja. Und die Auftraggeber, ja, wenn du sagst, gib mir 5 Minuten, sagst du, ja, okay. Dann hast du auch, dann hat man auch das Idee, dass du mehr gibst, dann gefragt. Und das ist auch immer gut. So, dann bin ich, aber ich war inspiriert, weil Shirley hat gesagt, mach etwas anderes. Und ich war das Jahr 40 geworden. So, ich dachte, ich muss mal etwas doen mit altert werden. Und das ist das erste Mal, dass ich auch mit Photoshop gearbeitet habe. Weil ich hatte wieder eine Werbung in die Zeitung gesetzt. Immer gut. Obwohl jetzt in Zeitungen... du kannst immer auf Internet fragen für Modellen, wenn du sehr gut umschreibst deine Idee. Und ich hatte auch gefragt, ältere Frauen von 65 bis 105 oder so etwas, der Lust haben in ein kleines Abenteuer und nicht zu konservativ waren. Und da habe ich 40 Briefe darauf bekommen und ich habe mit 10 Frauen gearbeitet. Aber in dieser Zeit, das war 1999, ja, in Holland war ein Mode bei ältere Frauen, um die Haare rot zu machen. Weißt du, das schreckliche Hexen. So, ich musste für die erste Mal in meinem Leben, und jetzt ist es blond, hè? Und musste ich arbeiten, weil ich wollte mal, dass man sieht, in einer Sekunde, das ist eine ältere Pin-Up. Weil ich wollte etwas tun, inspiriert auf die amerikanische Pin-Up-Kultur. Und, ich musste mal arbeiten mit Perücken. Aber was haben Perücken? Filmperücken sind sehr gut, aber sie haben noch immer so einen kleinen Rand. Was fabelhaft ist in Film, aber schlecht in Fotografie, wenn man kein Photoshop gebraucht. Weil man sieht dann noch immer das, hè, das speziell, wenn man mit Hasselblad arbeitet. Weil das ist so scharf.
Und für mich, die Schaf, deswegen arbeite ich so viel mit Hasselblatt, weil ich bin toll auf die, die Schärf, Schärfe von meinen Linsen. Weil für die Haut ist das so super, super schön. Also man bekommt sehr intim mit das Modell, wegen der Hautbehandlung. So, ich musste dus die Perücken brauchen und dann habe ich gesagt, naja, jetzt, und ich hatte eigentlich schon mit Diesel natürlich gearbeitet und mit Photoshop. Und dann dachte ich, na, das ist, dann soll ich mal gehen. So, dann bin ich auf Photoshop gegangen. Aber was ich davon gelernt habe, war nicht nur allein die Retouche zu machen, hä, um die Perücken wegzunehmen, die Perücken, aber dass man die Color Management, hä, die Farbmanagement, das finde ich so fabelhaft. Weil ich war bis dann nicht so überzeugt von Farbfotografie und speziell nicht mit Haut. Weil man weiß, in Schwarz-Weiß, wenn man eine Haut fotografiert, dann gehen alle rote Sachen, hä, sind weg. Hä? So. So, dann habe ich das gemacht, inspiriert auf die, so, weil die Mentalität von die Frau, die, mein, die mir geholfen hat, mich geholfen hat in das Bild von Diso, dat die war so emanzipiert und so full of humor. Und da habe ich 40 Briefen davon bekommen und mit 10 Weiber, wir haben gelachen und das war super. Sie haben mir so geholfen und ich ein bisschen sie. Maar für viele von denen war es auch eine Therapie. Ja? So Dr. Olaf. Und da habe ich das geschmeckt und diesmal habe ich dann die Börse, die Amsterdamse Kunstbörse, man hat meine Galerie das geschaut und da war und auch Paris Photo und das war ein gutes Erfolg, was ich mehr dann nicht gedacht hat. So das habe ich von dieser Zeit ab mache ich kommerzielle Arbeiten und aber auch und die kommerzielle Arbeiten mache ich, um meine Freiheit zu finanzieren. Und Unabhängigkeit. Und das ist eine Luxusposition, das ist unglaublich. So. Okay, das war, jetzt sind wir in 2000. Wieder ein Auftrag, dieses Bild war ein Auftrag für eine Zeitung, Joop van der Ende. Er hat auch in, Holland, in Deutschland 40 Musical, Theater wie in Hamburg. Habe ich eine Serie für gemacht. Naja, er macht Musicals. Und er macht Sissy. Elisabeth von Austria. Und ich dachte, ja, und die Zeitung hat gefragt, willst du darauf reagieren? Willst du ein Bild machen, das eine Reaktion darauf ist? Und dann dachte ich, ja, die habe ich über Elisabeth von Austria gelesen. Und dann dachte ich, ja, das ist immer in Schwarz. Aber ich war fertig mit Schwarz. Und ich dachte, ich mache Weiß auf Weiß, weil ich hatte Blacks gemacht natürlich in 1990. Und das war faszinierend. Und ich dachte, jetzt will ich etwas machen mit Weiß auf Weiß. Und ich will feiern, dass die Photoshop so fabelhaft ist. So, ich muss etwas machen, dass man gleich sieht, dass es nicht wahr ist. Und ich war fasziniert rund 2000 bei der Alter der Modellen. Weil, dann hat man noch Go-Sees. Go-See ist, man klingelt an die Tür von dem Fotograf. Und er öffnet und sagt, na, du bist schön oder nicht. Und dann, nou, lass mal. Und da waren die Kinder, da waren Kinder. Und das fand ich so faszinierend, weil es war auch Schönheit. Weil wenn ein Mensch sehr jung ist, dann ist die Haut ist super faszinierend. Da ist nichts. Und die Haare, und das ist die 16, 15, 16, 17. Das ist faszinierend. Bei Mädchen. Männer sind ein bisschen später. Ja, aber das ist doch so. Und sie sind elegant und sie bewegen schön. Aber ich dachte, das ist doch unglaublich. Hè? 14 jaar, 15 jaar. So, dan ben ik met zeer jonge Leute gearbeitet. Ik wollte keine Ähnlichkeit mit der Toten. Hè? Weil ich hatte dieses Bild gemacht, das war auf die pagina groß auf das in die Zeitung. Und dan ja, die Telefon, ik ben de ganze Tag. Und dann habe ich eine Serie davon gemacht, von, lass mal sagen, Tote, Könige, Kaiser, und so, gewalttätig töten. Und das ist dann César. Und dann war ein Mädchen, sie kam in die Studio
Und sie hat das schon faires Blut, sie war noch blundet, weiß, natürlich weiß. So, ich brauche keine Brücke, aber das war lang und so. So, ich wollte keine Ähnlichkeit mit Diana, nur das Idee wollte ich machen von der Mercedes. Aber dann hat der Make-up-Artist gesagt, aber ich habe die kleine Brücke von der Markt und ich will mal ein klein bisschen, darf ich mal 5 Minuten? Ich sage, ja, mach mal. Und dann hat er das gemacht und dann war sie so ähnlich mit Diana, dass ich dachte, ja, das kann man nicht laufen lassen. Hä? Dies ist auch nach Paris Photo und das war das Jahr 2000, haben sie das PR-Bild davon gemacht, von dieser. Und naja, dann geht es sky high. Ja, aber für mich war ich war fasziniert und ich fand es super. Aber ich war schon, und ich bin toll auf Royal Blood, hat mir viel gebracht. Aber einige Jahre später habe ich mein Portfolio sehen lassen, darf ich im Getty Museum in L.A. Und dann war Victoria Hackett, ich vergesse die Namen niemals, die conservator fotografie. Und dann sah sie dies und sie war, Now I'm going to tell you something you never will forget, and I never will forget. We call this Eurotrash. So, dan waren we weer met mijn benen op de vloer. Maar die Amerikanen zijn daar ook aan. Huh? Koekoe. Zelfde jaar. Daar komt die Olivier weer. Nee, een wietse. weil ich war wieder aggressiv, dass ich die Pornografie, die Modewerbung mit den jungen Modellen, die jungen Modellen waren sehr jung, da war ich ein bisschen böse damit, dachte ich, ich gehe mal fotografieren, was hinten das Werbungsbild ist, was gemeint wird. Das ist pure Porno. So habe ich gemacht. Muss man sagen, es ist... Und auch ein Selbstporträt, das ist dieses. Glauben Sie das? Dass ich das bin? Ja, ich war dann schlanker. Aber dieses Bild ist interessant, wenn man sagt, das bin ich. Dann glaubt jeder das. Aber Fotografie, viele Leute glauben Fotografie. Wenn man etwas sieht in der Zeitung, glaubst du, was du siehst. Aber das ist nicht mit Fotografie. Das perfekte Lügen. So, aber ich bin es. Ja? Nein. Okay, na, du siehst, es geht. Ich gehe nach einem Klimax. So, denke, wie meine Kinder so aggressiv. Na, da komme ich nach und die Photoshop. Weißt du, ich bin immer extrem in meinem Leben. Ich weiß auch nicht, wie das kann. Aber. Ich war mit Shirley waren wir in Prado. Ich bin viele Mal in meinem Leben inspiriert, nicht bei Fotografie. Muss man ehrlich sagen, ich schaue wenig Fotografie an. Heutzutage Fotografie. Weil ich denke, das macht mich schmutzig im Kopf. Und ich wollte mal dann auch gegen Leute sagen, die Fotografie studieren. Am sicheren Moment muss man sagen, okay, jetzt ist es reicht. Jetzt gehe ich nicht mehr nach lebendigen Fotografen gucken. Wenn ich nach Fotografie schaue, gehe ich nur nach Toten. Tief tot. Die alte Fotografie. Weil Sonne machst du doch, was jetzt gemacht wird. Und wenn du einen eigenen Stil entwickeln willst, kannst du besser in andere Kunstformen schauen für Inspiration dann Fotografie. Ja. So nicht mehr nach meiner Arbeit zu schauen. Nee, maar ik meine das. Für eine Langeweile. Weißt du, 3, 5 Jahre. So, wie ein Pferd, weißt du? Aber ich war in. Ich bin meistens. Viele Mal bin ich inspiriert bei Malerei. Für Komposition, Licht und so weiter. Und da war ich in Prado, in Madrid. Und da waren Malereien von Rubens. Ich habe jetzt eine von Internet geholt. Ich denke, das ist die Entirung Hippodemia. Und da war immer sind die Weiber sind nackt und die Männer die, sind
immer Frauen, ja, die sind die Opfer. Und viele Männer, eine Frau. Und ich dachte, ich will etwas mit machen. Und ich gebe ab und zu eine Party in Paradiso, Amsterdam. Das ist ein Pop-Tempo. Und die sind, naja, sind dekadent. Und wir hatten einen Abend, haben die das Thema Zirkus. Niemals habe ich gefragt, Leute umzuziehen. Aber wir hatten das Thema Zirkus. Und da waren 1200 Leute wie Clowns und Trapezenmädchen und so weiter. Das war, und um 2 in der Nacht mache ich dann die Konfetti und die Ballonen und so etwas. Und das haben wir alle, naja, nicht mehr saubere Köpfe. Und dann dachte ich, oh, ich soll dies mal fotografieren. Und wenn ich dann in Prado war, hatte ich meine Themen. Die Frau ist unschuld und die Clown ist alles, was schlecht ist, das Böse. Und da habe ich die Keller von Paradiso nachgebaut in mein Studio. Und, dann bin ich, und das ist mein Höhepunkt, lass mal sagen, mit digitaler Manipulation gewesen. Das ist die Serie Paradise, wie Paradiso. Und das, naja, das war für mich auch ein Ende. Aber da war eine Sache, so, das ist super kompliziert. Und dies war super einfach, weil mein Manager sah, hat gesagt, sie war in der Kleidung oder in der Make-up-Room und sagte, du hast so viele schöne Make-up und so viele schöne Gesichter, mach Porträts. Ich sagte, na, ah, ich habe keine Zeit dafür, ich kann nur allein sehr einfach machen. Und sehr einfach meint sehr close. Hä? Wie closer man geht, wie einfacher, schneller man arbeiten kann. So, das war, und ich hatte jetzt, da war 2001, so, da war die Lamp, die Octo, hatte ich gekauft. So, die, en die waren geliefert in diese Woche. So haben wir die Octo hinter mir geschoben und nur allein ein Lamp und dann die Gesichten. So habe ich das, und das war für mich auch ein Studium. Wann ist man noch immer ein Porträt? Was braucht man mindestens für ein Porträt? Na, 2 Augen, eine Nase und ein Mund. Und dann bist du da. Dies ist, by the way, das Mädchen von der Diana, Lady Di. So habe ich die Mädchen und die Clowns fotografiert. Und das hat dann, von einem kommt ein anderer. Das habe ich später wieder eine Installation mitgemacht. Weil, so wie hier, das siehst du das Schirm dort. Das ist ein Morph. Und dann dann morphen die Bilder, die Porträts von A nach B nach Z, weißt du? Sehr intrigierend zum Schauen, finde ich noch immer, aber es ist etwas für Kinder. Also, endlos kann man gucken danach, schauen danach. Aber ich finde, das ist wieder ein Exempel oder ein Beispiel, dass man mehr, dass ich versuche, mehr zu machen dann nur allein ein Foto. Das Bild, die Sache in der Mitte, das ist nicht von mir, das ist von der Studio Job. Oh ja, ein Film. Entertainment. Thank you.
they've come out to warm up. The way they move, I think their football is high level football. It's absolutely fantastic. In the last 5 or 6 years, in this country, as an attacker, he's been the man. But in the end, it came down to penalties, and the Gunners won a shootout. Goodbye. Ich weiß nicht, was ich mit den Filmen meine, aber es geht immer über die Streit zwischen Macht und Unmacht, Mann, Frau oder. Und aber das war auch, deswegen Rouge. Ende eines Zyklus für mich, weil ich könnte nicht aggressiver oder nicht mehr eine Richtung gehen. Weißt du, weil ich bin natürlich aufgezogen mit Straßenfotografie, aber auch Werbefotografie. Und Werbefotografie willst du eine Botschaft bringen. Man soll in einer Sekunde sehen und begreifen, was du willst und überzeugen. Und das war ich ein bisschen da müde damit. Das war so 2003, so etwas. Und da bin ich immer ein bisschen müde damit. Und das war für mich auch eine Zeit, dass man endet. Weißt du, ich war 44, so etwas. Und ich wollte etwas anders. Und ich war auch sehr böse mit, again, 9/11. Der 9/11, 9/11, 11.9. sagt man, okay. Und ich dachte, ich will etwas machen, weil ich hörte mal kleine Stimmen in Holland auch, von das ist mal gut, dass es geschehen ist und so, hä? Weil das Westen, das ist so schrecklich, bla bla bla. Ich dachte, nein, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, Ich habe so viel zu danken an Amerika, oder weil die Freiheit zu sprechen, zu sein, wie ich bin oder so etwas. So, ich wollte etwas machen, um das zu feiern, dass die ganze Freiheit, die ich mein ganzes Leben genieße schon. Und ich dachte, ich gehe das feiern, ich gehe eine Ode an die Vereinigte Staaten bringen. Und dann hatte ich, weil ich war immer in mein ganzes Leben intrigiert, weil meine Eltern hatten ein Buch von Norman Rockwell. Und das fand ich immer schön, weißt du, das ist super positiv für Amerika. So, ich dachte, ich gehe etwas damit machen. Und ich fange an, Casting zu machen mit 4 Leuten, das Bild kommt später, und etwas Fröhliches in einer Tanzschule. Und das sollte etwas, sollte man nur allein positiv sein, mit Lächeln und so weiter. Aber das hat, das klappte ganz total nicht. Weil ich realisierte mich, das ist die Serie Rain, dass ich in meinem Leben war auch in einem Moment zwischen Aktie und Reaktion. Weißt du, ich war ein bisschen, ich habe genug gesagt,
und überzeugt. Ich will nicht mehr überzeugen, ich will mehr eine Diskussion haben, dann dass ich gleich habe. Weißt du, ja, ich weiß nicht, ob ich gut ausdrücke. Und dann die Serien Rain hat sich, der war, Arbeitstitel war, der erste Titel war Happy. Aber das hat sich schnell geändert in Rain. Und dann habe ich eine Serie gemacht, zuerst mal mit, dass man in die Zeit reise, mit völliger Setbau. Und auch die sehr viel beschäftigt ist mit Bodysprache. Und so offen wie möglich angefangen zu fotografieren. Nicht meine Botschaft ist wichtig, aber was ist der Dialog zwischen mir und die Beobachter? So, dies war das erste Bild, hier war ein alter Mann und da war noch ein dünner Junge. Da vorne, und, aber das war das erste Bild und das war super schlecht. Und dann habe ich, wenn es schlecht geht, ich weiß nicht, ob, und ich war noch immer auf Filmen an die Arbeit an und mit Polaroids. So, wie mehr Polaroids ich machte, je schlechter es geht. Hè? So, ich had es schon 10 gemacht und dann. Had ik gezegd, niet meer acteren, niet steen maar, blijf maar steen. Dus nu voor licht te checken en de positie. Dat had ik gemaakt en toen waren die jongen en de meisje, die twee, die hadden die atmosfeer verstanden. En zei, oh god, Erwin is in een slechte laune. En die expressie, wie ze kookte, was zo schön. En dan dacht ik, aber dies is het. Ich hatte den Mann, den alten Mann und die junge weggesunden. Ich sagte, okay, nehmen Sie mal Pausen. Es geht über das Moment. Ich bin zu spät oder zu früh wie Fotograf. Hä? So, ich weiß nicht, ich bin kein guter Fotograf. Ich habe nicht das richtige Moment, aber das Moment dafür oder danach. So, da ist eine Frage. Da ist nicht mehr eine Antwort, da ist nur eine Frage. Und es geht über. Was geht, ist los zwischen dem Mann und der Frau? So auch, was ist los mit diesem Jungen? Was ist geschehen? 3 Minuten dafür oder danach? So, das ist die Serie Ring. Da waren 6 Sets. Das ist das erste Mal auch, dass ich arbeite mit Setbuilding. Und dann natürlich Haar, Make-up. Das habe ich schon oft getan. Und aber Styling. Das Ganze wie ein kleines Filmset. So, das war ganz teuer. So, wenn wir das auf Paris Photo schauen lassen, war ein Success. So, dann kam unter erstem Mal, dass eine amerikanische New Yorker Galerie zu mir kam. Und sagte, jetzt wollen wir mit dir arbeiten, weil die andere arbeiten, können wir nicht mit dir arbeiten. Weil das war sehr erfolgreich in Länder wie Spanien, Italien, Frankreich. Und auch Russland, aber nicht in Deutschland, gar nicht. Weißt du, das ist so. Das hat natürlich die Düsseldorfer Schule. Das ist kontra meine alte Arbeit, ganz kontra. Und die Amerikaner sagten: Jetzt, weil es hat etwas zu tun mit unserer Kultur, kannst du, aber du bist ausverkauft. Hast du kein Bild mehr. So, kannst du es noch machen? Und nochmal machen. Und das war, weil ich hatte das Geld war. Ich hatte all mein Geld weggegeben, ausgegeben. So, aber das Idee war noch nicht am Ende. So, ich sagte, ja, das kann ich. Und dann habe ich die Serie Hope gemacht. Es ist mehr oder weniger das Gleiche. Noch immer das Moment zwischen Aktie und Reaktion. Reaktion. Aber jetzt technisch dachte ich ein bisschen besser. Und auch, ich fand die Casting besser und das Licht war alles war ein bisschen besser. Ich habe dabei zum ersten Mal die Kombination gemacht mit Totalbilder und Close-ups. Und dies ist auch so ein Beispiel, dass ich kann jedes Idee haben und alles bauen und super gutes Modell, super gutes Haar, Make-up, Kleidung,
Aber wenn die Interaktion, wenn deine Arbeit mit deinem Modell nicht gut ist, und dein Modell ist 50%, wenn ich arbeite natürlich mit Leuten, wenn du arbeitest mit Leuten, dann ist das Bild nicht gut. Wenn die Augen nicht gut sind, wenn die Schultern nicht gut sind, wenn die Hand nicht gut ist, weißt du, und auch nicht die Kreativität. Weil das sind keine Modelle, das sind Akteure. Und die Leute brauchen Superkonzentration. Sie soll das Mädchen sein. Sie soll sich verabschieden mit den Jungen. Obwohl, da sind viele Leute hinter die Kamera, obwohl es ist ganz gebaut von Karton und es ist ganz, alles ist falsch, alles ist nicht wahr. Es soll wahr sein. Ja? Und dann gibt dein Modell sehr viel, wie die Schuhe. Das Mädchen hat das gemacht, nicht ich. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe gesagt, kannst du die Blumen an die andere Seite, weil ich will nicht die Blumen zu viel schauen lassen, weil dann ist es zu ein auf ein, weißt du? Und ein bisschen Wasser auf seine Schulter, weil es regnet draußen. Ja, das sind meine Ideen. Aber was sie macht, das ist, wo sie steht, das ist ihre. Das ist meine Sache. Aber wie sie steht, was sie denkt, das ist ihr Einfühlen. Und das ist auch mit dieses super einfaches Porträt. Sie hat dann nur allein, es hat sie eine Tür. Das ist alles, was sie hatte. Aber dann macht sie dies. Und das ist so etwas, das kann ich nicht. Das ist nicht meine Idee. Weil das ist so weiblich. Hä? So steht. Ich kann das nicht, das ist nicht in meinem Kopf, um das zu bedenken. Und wie leicht ihre Hand auf die Tür ist, weißt du? Hä? Das ist alles. Und dann die Blick in ihre Augen. Ja? So, das ist sehr wichtig. Ich muss mal verliebt sein und sie muss auch verliebt sein in mir. Das hoffe ich. Für die eine Sekunde. Na, sie war nicht verliebt, aber. Aber hier kann man auch sehen, aber die Blick hier ist so anders dan hier. Ja? En die Hintergrund bei diesem Mädchen, das suggeriert eine ganz andere Geschichte. Das ist nur eine Hint, aber die Blick von ihr ist auch total anders. Naja, nach die Serien Hope, da kam die Amerikaanse Galerie wieder, weil es war Success. Ich kann auch Tiefpunkte sagen, aber das doen wir nächste Mal, ja? Das sind viele, hè? Und dann sagte sie, kannst du das noch einmal machen? Aber dann sagte ich, nein, das kann nicht. Das Idee ist am Ende. Bist du müde? Ist es langweilig? Ne? Okay. Okay. Dann sagte ich, nein, weil ich bin am Ende dieser Idee. Aber ich wollte mal noch etwas machen. Aber ich wollte mal reisen in die Zeit. Und ich wollte mal, weil dies ist Ende Jahre 50, basiert auf Norman Rockwell und ein bisschen auf, wie viele Leute sagten, es ist die andere Maler, hoe heet die ook weer? Jawel, Edward Hopper, ja. Aber das war, in der Anfang war Norman Rockwell. Später kwam ein bisschen Edward Hopper dabei. Aber ich wollte mal reizen in die Zeit und reizen in Emotion. Emotie? Und dann bin ich mal herumschauen und dann hatte ich das Buch Portrait of Camelot. Und das war über die Kennedys. Und da waren diese Bilder herein. Und das war faszinierend, weil Fotografie hat sich geändert in Anfang 60er Jahre. Weil die Filme bekamen viel hogere Kritik. Ja, man konnte forceren. Empfindlich, ja. So, man sieht viele Bilder von die Kennedys haben davon profitiert. Unglaublich, weil es ist ein bisschen sanft und nicht die harte Flashlight. Und man sieht viele Bilder von JFK und sein Jackie beim Fenster.
Und das Fenster gibt sanftes Licht und das macht es unglaublich romantisch und schön und glamorous. Und nicht, weil man hat VG in den 50er Jahren, bam, kein, hä? Aber dann hat man dies, Anfang 60er Jahre. Und das ist die Reichtum und das Luxus, das darin herein ist. Und ich fand das Licht fand ich faszinierend. So, das war ein Anfang. Und dann dachte ich, ich will etwas tun mit Kompositions wie Mondrian. Das ist sehr holländisch und ich fand, ach, das tsk, tsk, und so, das war. Und meine eigene Jugend, weil das war die Kennedys, das ist meine erste Erinnerung, die Tod von JFK. Das dachte ich, was ist los? Weißt du, ich war 5 Jahre alt. Und ich bin die Kleine auf. Die Dicke. Ja, ja. Schon dann war ich zu dick. Jetzt zu alt. Und dann fing ich an. Und so dann kam das Idee, naja, Grief. Und so, das war die Idee für Grief. So, das war nicht mehr das Moment zwischen Aktie und Reaktion, aber das erste Moment von Reaktion. Und ich meine, du hast gehört von deiner Liebhaber oder deinem Freund, ich liebe dich nicht mehr. Und beim Rain und Hope habe ich fotografiert, weil du noch nachdenkst. Was sagt ihr? Oder... Und hier ist der erste Moment von Realisierung, die erste Tränen. So, wie du siehst, das, so, ich finde, schrecklich finde ich Weihnachten in Sonne. Wenn man in Australien oder so etwas Weihnachten feiern soll. Aber so, so bin ich, habe ich auch wieder Sets gemacht, 60 Jahre und Porträts. Und alles ist fake. Aber alles, die Tränen, alles. Aber dies war die erste. Und noch immer bin ich, wie nennt man das, gerührt zu dieses Bild. Weil sie ist dasselbe Mädchen wie die Sissy, mit die, aber dann aufgewachsen. Und, aber das, die Eleganz von ihrer Hand und alles, was sie macht in dieses Bild, war für mich ja, rau. Rau, also rauen. Traurig, ja. Und auch wieder Details, weißt du, die ich nicht vorsehen kann, wie, was, das finde ich dann so gut von die Stylist, dass sie keine Schuhe hatte und dass man die BH so ein bisschen durch das, man muss nicht alles perfekt machen, weil dann hat man kein, dann ist es kein Mensch mehr. Und dann mache ich dann langsam sagen in die Stuhl, dann gehe ich 1 Sekunde bevor ich drücke, eindrücken, dann drücke ich auf die Sitzung und das ein bisschen Whisky und bei ihr bei ein bisschen mehr, bei ihr ein bisschen weniger, sondern bekommt man eine Geschichte. Und was ich gelernt habe von der Dokumentärfotografie, dass man Dokumentärporträts in Kunst, man soll immer eine Wirklichkeit haben. Und Wirklichkeit ist Steckdose. Guck mal in alle Musea. Aldo's und die Sportfest, da ist immer etwas in die Hintergrund, ein Steckdose. Und dann ist es das richtige Leben. Okay, na, diese Frau, sie war so unglaublich schön, dass ich ihre... Ich glaubte nicht, dass sie so traurig sein könnte. So, na, okay, noch eine davon. Ah, dann gehe ich jetzt, ja. Und hier ist auch wieder ein Beispiel, dass deine Relation, dein Modell, dein Akteur sehr wichtig ist. So, ich rede in ihr Kleidungsraum und Make-up-Raum. Ich rede wieder über, was die Emotion ist, wie sie ist und so etwas. Und das ist nicht stundenlang. Das ist am Telefon, wenn ich die Casting gemacht habe, auch mache, und dann im Studio. Ja, das, und dann ist es, geht sie darauf sitzen, in ihre Position. Wir haben ein Problem, ich will nicht in ihre Kreis gucken. Schritt? Nein, Schritt. und so, sie, dann will ich suchen ein Losing, so, dann kann sie mit ihr Panty
Strumpfhall. Aber dann, was ich mache mit ihr, wenn ich anfange, das ist nicht im Polaroid, das ist, wenn ich sage, okay, jetzt gehen wir. Und dann, was sie macht mit ihren Füßen, weißt du, dass ihre Trauer ist so groß, dass ich mit einem, und das kann man auch nicht bedenken. Und das finde ich immer so großartig. Naja, jetzt gehe ich mal, lass ich mal Input sehen. Ja, dann können sie mal sehen, wie schlecht ich bin. So, this is Input. Oh, es sieht er besser aus. Dann. Aber was ich mal, ich noch einmal kijk, das geht im Grief, ist es am meisten das Licht, das soll über die Schulter gehen. Und das kann man nicht erreichen, oder in das Gesicht. So, das siehst du. Oh, und ich mache immer ein leeres Set. Weil da sind immer Sachen, dass man wieder wegholen soll. Das denkst du, oh, das ist großartig. Und dann später denkst du, nein, doch nicht. Siehst du, die Glock ist weg. Weil da war schon die Glock in dieses Bild und ich wollte nicht zu viel Glocken. Und das siehst du, und dann, ja, so. Naja, das ist Input. Input und Ende. En leeren set. En dan is dit het eindresultaat. Dat mag ik immer. Dat is op verzoek van mijn nachtbearbeiter, de Photoshopper. Het zal muddy. Muddy. Modderig. Grauwig zijn. Maar dan kan man jede kant. So nicht zu kritisch die Beleuchtung machen. Und ich finde jetzt heutzutage, dass man soll, das Bild soll schon gut sein, wenn du fotografierst. Weil man hat Schirme wie dies, habe ich jetzt. Ich sehe es, ich bin nach Hope. Dies ist die erste Serie auf digitaler Hintergrund, also Phase One. Und ich finde, dass die Komposition sind besser. Dann in Hope und in Rehn. Weil das war, da hat man, habe ich so geguckt auf 6,6 Zentimeter. Und jetzt sind die Komposition, das ist kein Schieben mit Leuten, habe ich in Rehn manchmal gemacht. Aber die Dunkelheit, das ist ein Wunsch. Für mich jetzt, heutzutage, mache ich wieder kritischer, weil ich finde es, ich misse dann, wenn es alles, ja, dann machen wir später, dann machen wir später. Das finde ich nicht gut. Es soll dann geschehen, ein bisschen recht halten mit Technik, aber nicht zu viel. Okay. Ah, da haben sie gefragt, ich habe überlegt, wie kann man, so dies ist freie Arbeit und dies ist ein Auftrag. Weißt du, wie kann man das übersetzen? Ich habe mit Thomas Meyer von der Bottega Veneta, das ist eine Mode, Fashion Brand. Und er hat mir einen Auftrag gegeben, um für eine Saison seine Arbeit zu fotografieren. Und er hat dann gesagt, ja, ich will etwas wie Grief, aber ohne die Zeit darin, so nicht die 60er Jahre. Und dann haben wir überlegt, oh, mein Manager mit seinem Manager. Aber dann an einem Moment sagte er, hatte gesagt, e-mailt seinem Manager, ja, Thomas wants Erwin to be more Protestant. Na, aber ich bin gar nicht gläubig, aber ich komme von einer protestanten Kultur. Und ich weiß nicht, was ist die Generalkultur in Deutschland? Protestant oder katholisch? Katholisch, ja. Ja, halb, halb. Aber im Süden, nein. Ja, protestantisch, so. Am Norden, aber im Süden ist es, ja. Aber du sagst mehr katholisch. Ja, ich dachte auch schon, man. Aber da war ein Verständnis, dann dachte ich, aber für mich war es als, ich habe zurückgeschrieben, meinst du wie das zweite Teil von Fanny und Alexander? Ich weiß nicht, ob Sie die Filme kennen, Fanny und Alexander Bergman. Naja, das sieht dann ganz, ja, die habe ich nicht dabei, aber das nächste Mal mache ich. Aber sehr kahl und leere Interieurs, sehr, sehr deprimierend. Und sagte, ja. So, dann dachte ich, dann brauche ich das Licht,
Und dann gehe ich jetzt, ja, das ist so, habe ich dann sehr einfach, ohne Zeit darin, haben wir die Serien gemacht. Und natürlich, ich wollte auch ein bisschen das Holländische, so habe ich ein Vermeer, den Brief gemacht. Ja, aber die Casting von das Mädchen war auch schön, ne? Habe ich nicht gemacht, aber das, die Frau, die war, das war out of space. Mit Humor, muss ich mal sagen. Okay, we gaan bald wieder naar een kleine firma. Ben ik langweilig? Geht het nog? Nee? Oké, we gaan. Het is 2000 tenen. Hey. 2010. Mijn assistent is nu alleen op zijn Grindr. Tinder. Nou, die zwoelen lachen alle, nou maar die. Ja. Zal ik maar übersetzen voor die hetero's? Tinder. of had man dat niet hier? En doch, oh. ben ik weer teruggegaan naar Zwarts auf Zwarts. Das war ein Auftrag, ein Versuch von Katie Ryan, New York Times Magazine. Da war etwas Holland, New York, 400 Jahre, 200 Jahre, 200. Und bla bla bla. Und dann haben sie immer, jedes Jahr hat man etwas. Und da war eine Ausstellung, und da habe ich die Serien gemacht. Und es basiert ja, auf das Idee, Serien Dusk und Dawn, dass die Abwesenheit von einem Vater. Wegen ja, die Einsamkeit oder Abwesenheit von einem Vater. Ein bisschen los. Dass es ein universelles Emotion ist. Hä? Wenn, so habe ich erst in Schwarz, Schwarz gemacht und dann auch in Weiß-Weiß, basiert auf einer, das war das Versuch von New York. Und dann habe ich gleich danach dies gemacht, weil wir waren in Moskau in einem Hotel. Frühstückszimmer, und das war so eine 5-Star-Plus. Und da war alles war weiß auf weiß, und da kam die, eine Frau mit zwei Söhnen, und die Haut war sehr pale, und sie war wie ein Schwan mit ihren kleinen Schwanen. Und da dachte ich, ich muss auch weiß und weiß, und das ist fabelhaft. Und das ist eine Ausstellung, die ich jetzt, was ich meine, versuche ich mir. Das ist das erste Mal, dass ich auch mit, tuk, 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 wie nennt man das? Skulpturen, ja. Das ist so ein chiques Wort in Deutsch, auf Deutsch. Gearbeitet hat, so dass die Atmosphäre, ja, dass du mehr mit der Atmosphäre so, und habe ich auch dann, so wie du siehst, mit Film, Skulpturen, Fotografie und dann die Raum schwarz-weiß gemacht und, jetzt will ich nicht, weil normalerweise sind die zwei Filme zusammen, aber jetzt mache ich nur allein den schwarzen Film. Ja? Das ist dann Dusk und die dauert auch 3,5 Minuten und viel ja, wieder Fußball. Oh. Play? Goodbye, baby. Betty's the lady who wears a gold ring
And Johnny's the drummer who drums for the king. Drums for the king. Exist without content. Gut. Weil ich habe die Frage an mich selbst, da bin ich beschäftigt damit. Weil ich bin immer so beschäftigt mit, wie es etwas aussieht. Weißt du? Und wenn ich jetzt die Dusk gemacht hatte, der war von meinen Zähnen, weißt du, der hat ich gemacht, weil das sollte ich machen. Und dann dachte ich, jetzt kann ich es spiegeln ins Weiß. Und dann macht man etwas, was mehr, das ist mehr nur allein nachmachen, spiegeln. Und, aber das ist gleich wie das Schwarze. Und auch die Zeit, 1900, das ist sehr dekorierte Zeit, weißt du, das war sehr schwer, um etwas zu machen mit einem Inhalt. Und immer sagt man, weißt du, du bist so viel auf was man sieht und nicht, was ist der Inhalt. Aber denke ich, kann Arbeit gut sein, wenn es auch gut aussieht, Fotografie.
Aber man muss sehr, sehr viel damit beschäftigt sein und aufpassen, dass es nicht zu schön wird. Hä? Weil dann bekommt Fotografie, was ist Schönheit? Hä? Ist das wichtig? Aber ich denke auch, dass die nicht schöne Fotografie, die Dokumentärfotografie und die Geisel der Düsseldorfer Schule, lange Zeit ist auch basiert auf Ästhetik. Aber eine umgekehrte Ästhetik, umgedrehte Ästhetik. So, aber wenn du ästhetisch fotografierst, muss man sehr gut nachdenken. Hä? Okay, mag ich noch, weil ich muss ein bisschen schnell gehen, hä, denke ich. Nein? Okay. Ja, maar die Portfolios auch, hä? Meine Zug. Ja, ja. So, noch einmal, so, das ist die Ästhetik. Wieder Input, Input und Output. Und das siehst du, das Licht drehe ich oft herum. Weil das ist eine Unmöglichkeit, wenn du das Licht machst. Weißt du, so. Sachen, die ein bisschen stören, hole ich weg. Weißt du? Ah, sorry. Siehst du, das Haar, das ist vornehmlich das Haar. So, dann weißt du das auch. So, das ist die Serien. Dann weißt du die Magie weg. Ja? Und ein bisschen Farbe, weißt du, die Atmosphäre machen. Ne? Das ist jedes Mal ein Wahl. Und je älter ich bekomme, je weniger ich Atmosphäre machen will. Und je weniger ich die Photoshop fühlen will. Da war eine Serie, das war entstanden. Ich wollte etwas machen, dass unsere Welt immer größer wird und viele Leute, aber dass wir nicht mehr wissen, was unsere Nachbarn machen. Und das ist mal gut auch, aber die Individualität. So, ich hatte zwei Sets gebaut, viel zu groß, viel zu viel. Und der Junge war Unterteil davon. Und er war langweilig und er schaute dann im sicheren Moment, weil ich auf diese hier, und er schaute durch das Loch. Das war die Geschichte. Er geht von seiner Welt, schaut in die andere Welt. So, genau, was ich sagen wollte, aber dann viel einfacher. So, er hat 10 Minuten so gesagt, ich hatte gesagt, geflüstert, bewege nicht. Und da hatte ich gesehen, und da haben wir die ganze Kamera und so verschoben und habe ich das Bild gemacht, worüber ich reden wollte. Und dann, das war so faszinierend, die Neck. Und was geschieht, wenn man wegdreht von die Kamera? Und das habe ich dann gefragt an alle Modelle zu machen in die Laufe der Serien. Und dann entstand etwas. Eine Familiengeschichte, ein Geheimnis in einer Familie. Und das habe ich bearbeitet nach einer Installation. So eine Installation mit 5 Bilder an jeder Seite. Und dann jeder ist weggedreht von der Kamera. Und an beide Seiten kann man durch das Loch schauen, das Schlüsselloch. Und hinter dem Schlüsselloch sieht man ein Film. An die eine Seite ein Film von einer Frau, die ein Kind in Unterhose auf ihre Schoß nimmt und in die andere einen Mann, der es macht. Aber man kann es nicht gut sehen, weil es sind Blumen davor und noch etwas. Aber was geschieht in deinem Kopf? Und das ist so faszinierend. So, und von Anfang an, dass wir das erste Mal war in Spanien auf Arco, da in der Kunstbörse, dass wir das gesehen. Und da waren die Leute und da waren in der Linie, ne? Aber am Anfang, du schaust da durch, du bist Unterteil von der Installation. Was ich super interessant fand, weil man sieht schuldig. Schuldig, man ist schuldig, wenn man das macht, ein bisschen nicht gemütlich oder so. Und das war super und manche Leute waren, und andere waren fasziniert. So für mich, das ist eine der besten Sachen, so ist es im Museum in Arnhem aufgestellt. So ich denke, das ist wieder eine neue Steppe in meiner Karriere. Na, okay, ein bisschen schneller. 2012 habe ich einen Preis gewonnen, 11,
in Holland 100.000 Startpreis für die Kunst und 100.000 Euro. Und dann muss ich das, sollte ich das ja, ausgeben an eine ja, Arbeit. So, ich bin dann schon Jahre fasziniert und verliebt auf Berlin. Und ich wollte etwas tun mit Berlin und das, die Zeit, das Interbellum. Weil ich denke, wir sind auch in einem Interbellum. Und die Kunst in Deutschland war sehr interessant in dem Interbellum, zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Aber auch die Entwicklung hier wie Zirkus und die Olympischen Spielen. Aber auch die Entdeckung von Roller Skates. Ich habe mich breit orientiert und Malerei wie Otto Dix. Und das hat mich inspiriert und ich wollte aus dem Studio, ich wollte mal in die, auf Location, ja, wie nennt man das so, ja, Locations. So, dann bin ich in Berlin, und ich wollte auch etwas doen mit die Mentalität, dann hat man in die Malerei, hat man gehabt, das onbewuste Magic Realism, magisch Realismus. Dus ik dacht, wenn ich in einen Raum komme und ich denke etwas, dann muss ich das soll ich fotografieren. So, da habe ich gemacht. Das ist in der, nou, weet ik niet meer, Clarence Ballzaal, wo noch jeder Tag Tanzlessen sind. So habe ich dies gemacht. Und weil ich es machte und meine Idee hatte, dies ist in Neukölln, in ein Schwimmbad. Waar ook Göring zijn. Dat vond ik fascinerend. En dan kwam ik erin en dacht: ik zie een clown of een. Wie nennt man dat? Sprungbrett. Auf een sprungbrett met een brief. En dat was het. En hier ook een kleines man op een Schwein. So, das habe ich gemacht, das ist sehr traumerisch oder auch traumerisch. Aber es war auch ein anderes Thema, dass die Jugend überwindet. Dass die Jugend auf dieses Moment, Jugend ist, ja, das ist ja auch, weil ich alt bin. Ne? Die Jugend ist alles, weißt du. So, ich dachte, da muss ich etwas mitmachen. Mit jungen Leuten und dass die alten Männer wie ich, und andere, dass wir sind abgeschrieben. So, der Clown ist abgeschrieben. Das ist Olympisches Stadion. Und dann bin ich dann na, damit. Und auch was Kleidung macht mit kleinen Menschen. Weißt du, wenn du so ein Kleid machst, dieses Mädchen war super froh und alles, aber dann, bam, fotografiert war sie ein Meisterin. Weißt du? Kleidung für diese Jungen. Was geschieht, wenn man einen kleinen Jungen Handschuhe angeht, anzieht, dann ändert mein, wie ich gucke nach das Bild, ändert komplett. Er ändert nicht. Ja, er tut was ich sage, mit oder ohne Handschuhe. Ein super Akteur war die Junge. Und was ich gemacht habe, weil ich bin auch zurück nach Schwarz-Weiß. Ich habe von dieser Serie habe ich Abdrücke gemacht. Sehr meditativ. Nur allein im Süden des Hollands kenne ich einen Mann und er macht Carbon Print, Kohldruck. Kennst du das? Das ist schrecklich. Ein Tag, ein Druck. Aber das ist, weil ich bin fasziniert wieder in meine Dunkelzimmer. Ich will mich wieder zurück nach die Ruhe. Und die Kohldrücke, das ist ein Prozess, das ist so schön, habe ich dann auch das erste Mal in meinem Leben dann im Getty Museum gesehen, in Backstage. Dann hat man, und das ist ein Prozess von der Mitte 19. Jahrhunderte. Und wenn man die Bilder jetzt sieht, sehen aus wie neu. Die einzigen Bilder, die ich sehe von over ein Jahrhundert, die so aussehen. Aber das Prozess, man sagt, the poorest ingredients, the richest result. So man hat Kohl und man hat Gelatine und dann macht man das. Das ist ein Prozess, das hat uns ein Jahr gedauert, mir und eine Assistent von mir. Aber das ist super faszinierend, wenn du die richtigen Bilder fast in der Hand hast. Now,
Shirley sagte, wenn wir in Olympisch Stadion waren, das ist die Treppe von Hitler. Und da kann man jetzt heutzutage mieten für 400 Euro pro Tag. So. Habe ich gesagt, warum gehst du nicht her? Ich hatte die Clown fotografiert. Und ich habe die Lungenemphysem und ich mache jetzt once in a while Selbstporträts für eine Therapie, ist das immer. Jeder 5 Jahre so ein bisschen. Und Treppe, das ist meine Hölle. Das ist Treppe laufen, wenn du Emphysem hattest, ist schrecklich. So, das ist ein Selbstporträt, das ich dort gemacht hatte. Das ist mein Albtraum. Eine endliche, endlose Treppe. Aber das war nicht mehr die Therapie. Die Therapie war mehr, wenn ich 50 bekam, habe ich ein drei Triptych gemacht. Ja. Ich wünsche, ich bin und I will be, ich will sein. So, und das Fremde ist dann, wenn so ein Selbstporträt kann sehr gut sein für deine Frustrations oder, naja, wie Therapie, weißt du? Weil wenn ich das ist die Zukunft, wenn ich die Nase, Brille, sagen wir auf Holländisch, in meine Nase, dann war das so ein Schock, weil ich war in die Spiegel. Und auch für die Make-up-Mädchen. Ja, beide sagen. Und dann war das eine Akzeptierung von deiner Zukunft. So, das ist sehr gut, Fotografie zu gebrauchen. Auch für deine Bösheit. Ich habe ein letztes Jahr nach Bataclan, nach Charlie Hebdo in Paris. Da war ich so böse und bin nog immer so böse. Die Freiheit, um unsere Meinung zu äußern, ist für mich um zu sein, wie man will sein, wie man aus will sehen, was man schreiben will, ohne die anderen zu viel zu beleidigen, natürlich. Aber das ist ein Grundwert für mich, weil sonst hatte ich nichts zum Schauen lassen hier heute. Aber ich weiß nicht, ob ich panikieren oder sehr böse bin. So, ja, ich habe 2 Bilder gemacht. Oder gewählt aus die Serien. Aber ich habe auch, weil ich dachte, was ist für mich wichtig? Ich gehe mal zurück nach meinem Ursprung. Ich will jetzt wieder das Körper entdecken. Weil was ist dann so los mit das Körper? Wir wissen allen, was wir in unserer Hose haben. Hä? Oder die Frauen tippen. Das kann nicht, aber die Männer kann. Das verstehe ich nicht. So, ich habe eine Serie gemacht, dieses Jahr, letztes Jahr, zurück zu die Einfaches, und um zu feiern, die Sexualität und unser Körper. So. Und sie sind nicht alles. Das ist ein Akteur in Holland und ich bin noch immer, sein Auge ist so traurig, aber es ist mir nicht gelungen, während der Tag, dass wir fotografieren, um ihn happy zu machen. Weißt du? Aber ich finde, das ist für mich ist ein Experiment. Und es war, vielleicht ist nicht alles gut, aber ich bin zufrieden, ich bin blij. Und ich habe es in, jetzt bin ich, habe ich es in, in Berlin, in meine Galerie geschaut, aber da habe ich noch etwas dazu gemacht und das sind mit 3D aufgenommen Körper, das mit einer Kamera in meinem Studio und dann habe ich eine von Marmor, das ist mein altester Freund, und er schaut nach einem Bild von sich selber in eine Kiste, das heißt, ist nicht, weil da war, und sie sind auf die Aktualität. Und die Kiste, das war in Rom, das war Rouhani, die Präsident von Iran. Und dann haben sie die nackten Bilder, haben sie Kiste darum gebaut, sodass sie das nicht anschauen. So, das fand ich auch so etwas. Und gestern waren wir aus der Station, dachte ich, oh shit, wir sind in Köln. Weil da ist auch ein Bild. Und das heißt die Armlänge Abstand. Und das geht über Köln.
das Indische Großes-Incident, das Indische Stadt geschehen. Ich wollte mal sehen, wie sieht ein Armlängeabstand aus? Na, so sieht das aus. Und wenn man es auf 2,40 Meter macht. So, so das ist die letzte Entwicklung in meiner Arbeit. Und das war's. Dankeschön. Ja.